Was uns jetzt als Bürger völlig unvorbereitet trifft, das hatte der Staat schon 2007 auf dem Radar. Damals gab es eine groß angelegte Übung, genannt Lückex. Die deutschen Behörden probten den Pandemie-Ernstfall. Allerdings fiel der deutlich größer aus als heute. In 8 Wochen erkrankten fiktive 27 Millionen Menschen, ein Drittel der Bevölkerung. Was hat die Übung gebracht? Carina Huppertz und Sascha Werner. Was heute Realität ist, hatten Planer vom Robert-Koch-Institut und Bundesamt für Bevölkerungsschutz 2007 als Übungsszenario entworfen. Durch ein neuartiges Virus aus Asien erkranken Menschen weltweit an Influenza. Eine Pandemie bricht aus. Wichtig bei der Pandemievorbereitung ist, dass wir die Planung, die wir gemacht haben, tatsächlich jetzt mal überprüfen, funktioniert das so, wie wir uns das vorgestellt haben. Es geht damals vor allem darum, wie die Abläufe im Krisenfall sind. Weiß jeder, wer für was zuständig ist? Wer ruft wen an? Sind wichtige Unternehmen mit an Bord? 2 Tage lang sitzen die Krisenstäbe von Bund und Ländern dafür zusammen. Aus Sachsen-Anhalt war die damalige Gesundheitsministerin dabei. Wir haben also eine Kenntnis davon, wie die Situation in den anderen Bundesländern ist, wie sie sich im nationalen Verbund abzeichnet. Und wir können da abschätzen, wo können wir Hilfe erwarten, wo sind andere Länder in Not, wo ist der Anfall von Erkrankten noch nicht so groß, wo sind noch Kapazitäten frei. Ein Computerprogramm simulierte neue Vorkommnisse. Auf die mussten sie reagieren, Entscheidungen treffen. Ich kann mich erinnern, dass das Szenario vorsah, dass die Menschen die Apotheken stürmten und wir Sicherheitsbeamtinnen und Beamte vor die Apotheken setzen mussten, damit für jeden das notwendige Zubehör geliefert werden konnte. Selbst passende Schlagzeilen wurden erfunden. Die Krisenstäbe mussten reagieren. Kanzleramt, 7 Bundesministerien, 7 Bundesländer und etwa 50 Unternehmen und Organisationen waren dabei. Insgesamt etwa 3000 Menschen an verschiedenen Orten. Das war bis dahin in einer so konzentrierten Art und Weise noch nicht nötig gewesen. Und wir sind damit aber auch persönlich in stärkeren Kontakt gekommen und haben gemerkt, dass wir uns aufeinander verlassen können. Und welche Baustellen fielen damals auf? Der Personalausfall durch Krankheit und weil Menschen sich um Angehörige kümmern mussten. Besonders im Fokus der Gesundheitssektor, die Lebensmittelversorgung und andere kritische Infrastrukturen. Zweitens, die bundesweite Lageerfassung war nicht zufriedenstellend und es gab keine Möglichkeiten, die Krisenstimmungslage im Land zu erfassen. Und was hat sich seitdem getan? Damals haben wir auch ganz praktisch für die Überarbeitung der Pandemie- und Katastrophenpläne in den Ministerien Sorge getragen. Das war auch eine der Lehren aus dieser Lückex-Übung, dass wir unsere Unterlagen auf den neuesten Stand bringen müssen. Das Gleiche wurde für Unternehmen angeregt. Durch ein Schichtsystem soll zum Beispiel dem Personalausfall vorgebeugt werden. Auf ein gemeinsames Lagebild haben sich Bund und Länder in der heutigen Situation rasch geeinigt. Die Bundesregierung bekommt es täglich. Und auch über die Krisenstimmung weiß das Bundesamt für Bevölkerungsschutz heute mehr. Menschen verhalten sich in Krisenzeiten eher unterstützend. Die Plünderszenarien aus Katastrophenfilmen hat ihre Forschung nicht bestätigt.